So, also gut. Erst einmal die Ausfüllung umkehren, dass wir wieder menschlich sind. Gut, menschliche Gestalt erhalten. Und dann einmal entfachen, dass wir 10 Flakons haben. Gut. Kurz in die bodenlose Kiste. Wir haben ja noch einen Haufen Zeug, was wir aussortieren wollen. Okay, das Langschwert können wir nicht aussortieren, weil wir es gerade in der Hand halten. Claymore wollen wir nicht aussortieren. Die ganzen Speere können mal weg. Hellebarde. Bogen brauchen wir noch. Armbrust behalten wir. Die ganzen Hüllenschilde können mal weg. Ritterschild. Und Rüstung haben wir einen Haufen Einzelteile vor den Hüllen zusammengesammelt. Gut, wie viele Splitter haben wir? Einen. Eine kleine Scherbe. Gut. Einmal aufsteigen möchte ich bitte. Und zwar einmal Wille. Und jetzt haben wir genug Wille. Erstmal kurz in die bodenlose Kiste gucken. Den haben wir nämlich, glaube ich, nicht dabei. Nein, den Talisman nehmen wir mit. Jetzt können wir über Zauber einstimmen, Heilung reinmachen. Und jetzt haben wir sozusagen fast schon sowas wie den Easy Mode getriggert. Weil jetzt haben, sieht man, wir haben 5 Heilung und 10 Estus Flakons. Also haben wir effektiv 15 Heilungen. Und wenn wir den richtigen Talisman haben, also nicht gerade unbedingt den, den wir jetzt gerade tragen, beziehungsweise nicht tragen, weil ich den erst noch anlegen muss. Ich kann euch das mal zeigen. Der hat einen Magiebonus von 115. Das heißt, im Augenblick heilen wir mit dem Talisman 345 Lebenspunkte. Das ist nicht gerade viel, wenn wir haben... Ja, okay, das ist die Hälfte unserer Lebenspunkte ungefähr. Also immer die dreifache Menge am Magiebonus wird mit der Heilung geheilt. Und bei dem Talisman eben steigt der Magiebonus durch Wille. Wir können uns aber auch noch einen Talisman besorgen, bei dem es durch... bei dem es standardmäßig auch auf 165 oben ist, aber auch nicht mehr steigt. Aber den besorgen wir uns später dann. So, wir sind ausgerüstet. Ich wollte euch mal kurz das Claymore zeigen. Das wird nämlich nachher unsere neue Waffe. Die könnten wir sogar schon benutzen. Sieht recht imposant aus und damit haben wir einen wichtigen Angriff, nämlich den hier. Einen ziemlich weitreichenden Stich. Also wir haben mit dem Claymore ungemeine Reichweite. Genau. Aber noch wollen wir das Claymore nicht benutzen, weil noch machen wir nicht besonders viel Schaden damit. Nämlich nur 136 mit unserem geraden Drachenschwert machen wir immer noch mehr Schaden. So. Später, wenn wir es auf plus 5 abgegradet haben, dann können wir uns darum kümmern. Also dann können wir es benutzen effektiv, weil wir dann... Ja, weil es dann so gesehen, glaube ich, das gerade Drachenschwert etwas übersteigen dürfte. So, aber jetzt müssen wir endlich mal hoch aufs Kirchendach. Denn wir wollen die erste Glocke läuten. Hallo, du. Weg mit dir. Aua, das war unnötig. Stimmt, ihr seid ja welche mit Schwertern. Euch kann ich einfach so weghauen. So, und jetzt zeige ich euch mal die Heilung. Also die Heilung über Talisman ist etwas langsamer als die mit dem Flakon. Deswegen eignet sie sich nicht gerade für Bossfights. Aber gerade so, um zum Boss zu kommen und Flakons zu sparen, ist sie sehr gut. Du komm mal her. Euch drei töten wir nämlich noch, falls ihr Splitter dabei habt. Du hast schon mal keinen dabei. Jetzt kommst du da hinten aus der Ecke angelaufen. Dich wollen wir nämlich als nächstes töten. Ja, genau. Spring zurück. Macht uns gar nichts aus. Wir schlagen dich nämlich trotzdem tot. Und der letzte. So. Was hast du dabei? Eine kleine Scherbe. Sehr schön.
Da haben wir schon mal genug Scherben, um unsere Waffe zweimal abzugraden. Also unser Claymore. Okay, jetzt müssen wir wieder hier hoch. Durch den da durch. Au, und zweimal gegen sein Schild hauen. Was auch nicht so vorteilhaft ist. Na komm. Au. Nimm das Schild runter. Oder stirb einfach. So, nochmal heilen. Wie man sieht, ist das ziemlich praktisch. So. Und jetzt müssen wir durch die ganze Horde von Untoten hier wieder durch. So, das könnte etwas dauern. So, drei Medaillenstreich ist gar nicht mal so schlecht, aber da hinten kommen noch viel, viel mehr. Und weg mit euch. So. Das müsste die gesamte Horde gewesen sein. Und jetzt geht's weiter hier hoch. Nämlich hier lang. Zum nächsten Bossfight, nämlich da oben durch die Nebelwand, die gerade erst aufgetaucht ist. Dieser Bossfight kann ziemlich schwierig sein, wenn man ihn alleine macht. Aber man kann sich zum Glück hier ein bisschen Hilfe holen. Nämlich einmal Goldi, also Ritter Lautrek. Und einmal hier oben. Noch Ritter Solea, also unseren Sonnenpaladin-Freund. Der hat ja davon gesprochen, dass man ihn beschwören soll, wenn man Hilfe braucht. So, Ritter Lautrek müsste genau gerade die Leiter hochkommen. Und Solea. Jawohl. Leistet uns auch noch Gesellschaft. Übrigens, gerade mal als anzusprechen, man sieht, Lautrek ist weiß, Solea ist gelblich-golden. Das hat zu bedeuten, Lautrek ist ein weißes Phantom, Solea ist ein goldenes Phantom, also Solea ist im Sonnenritterordenbund. Was das zu bedeuten hat, erkläre ich euch später mal, wenn es soweit ist. Beziehungsweise nach dem Kampf könnte ich euch es euch gut erklären. So. Jetzt kommt ihr aufs Dach und jetzt gehen wir einfach ganz normal das Dach entlang in die Zwischensequenz. Man sieht schon, die beiden sehen etwas anders aus. Auf jeden Fall ist er ziemlich staubig. Und springt volle Kanne aufs Dach, ohne es kaputt zu machen. Ja, der Glockengargoyle. Wow. Und man sieht schon, zu dritt ist er ziemlich easy. Wenn da nicht gleich sein Freund kommen würde. Wow. Seit wann können beide Feuer spucken? Ich weiß, der zweite kann es. Und der macht das ziemlich oft. Deswegen. Ja. Wegrennen. Also auf den zweiten muss man teilweise eher Acht geben als auf den ersten. Der spuckt nämlich durchgehend Feuer. Was ein ziemlich mieser Schachzug von ihm ist. Wow. Also jetzt übertreibt das aber langsam mit Feuer. Deswegen schalten wir ihn mal als erstes aus. Au. So, er ist weg. Wir können noch mal uns einsacken.
Und Goldie hat den zweiten getötet. Und wir kriegen den Gargoyle-Helm von ihm. Und Doppelmenschlichkeit. Und weil wir Solaire dabei hatten, kriegen wir auch eine Sonnenlichtmedaille. Die Sonnenlichtmedaille, kann ich mal kurz zeigen. Nebenbei auch den geborstenen Augapfel, vielleicht auch den weißen Symbolspeckstein. Also mit dem weißen Symbolspeckstein, das ist ein Multiplayer-Item, kann man ein Rufsymbol hinterlassen und dann auch so als Phantom gerufen werden. Und kriegt dafür Menschlichkeit, wenn man hilft, den Gebietsboss zu killen. Und da steht es nochmal, in Lordwyn ist der Lauf der Zeit gestört, also uralte Helden tauchen einfach so auf und verschwinden wieder. Und ja, hier ist die Sonnenlichtmedaille. Eine haben wir ja von Goldie bekommen und die zweite jetzt hier im Kampf. Das ist sozusagen das Eidsymbol für den Sonnenritterorden. Eine Medaille mit eingraviertem Sonnensymbol. Also so ein Sonnensymbol, wie auch Solaire auf dem Schild hat. Diese ultimative Ehrung wird jenen gewährt, die den Sonnenlichtkrieger herbeirufen und ein Ziel meistern. Also so wie wir es gerade getan haben. Wir haben Solaire gerufen und wir haben den Gargoyle besiegt. Das Symbol repräsentiert Fürst Gwyns Erstgeborenen, der seinen Götterstatus verlor und aus den Annalen getilgt wurde. Doch der alte Kriegsgott wacht noch wie vor nach wie vor penibel über seine Krieger. Genau. Und das hier ist der rote geborstene Augapfel. Invasion einer anderen Welt. Höhlen können das Objekt nicht benutzen. Also damit könnte man als rotes Phantom in die Welt eines anderen Herrschers eindringen. Mit Hilfe des geborstenen roten Augapfels erhalten die Spieler vorübergehend diese eigentlich nur Kavs, Geistern der Finsternis zustehenden Fähigkeit. Ja, die Geister der Finsternis sind ein weiterer Eid. Also so wie der Sonnenorden und der Weg des Weißen, in dem wir uns gerade befinden. Wie man hier ganz oben unter meinem Namen beim Eid sehen kann. Da ist man als Ritter und Kleriker standardmäßig gleich als erstes drin. Sonnenlichtmedaille, schwarzer Lebewohlkristall, damit schickt man Phantome nach Hause. Man soll damit nicht zu wankelmütig umgehen, wenn man Beziehungen pflegen will. Und ja, das sind so die wichtigsten Gegenstände fürs Multiplayer eigentlich, was ich ja nicht benutze. So, aber jetzt wollen wir mal weitergehen, denn wir sind ja schließlich für etwas Besonderes hierher gekommen. Nämlich hier die Leiter hoch. Sehr weit hoch. Stockwerke, die man nicht betreten kann. Auf denen es auch nichts gibt. Und noch eine Leiter hoch. Vorsicht, hier nicht runterfallen. An noch ein paar Gargoyles vorbei, die nicht lebendig sind. Direkt zur ersten Glocke. Ja komm, läuten wir die Glocke. So, wir haben die erste Glocke der Untoten oder die Glocke des Erwachens oder wie man sie auch immer nennen möchte, geläutet. Jetzt ist es an uns, die zweite Glocke zu läuten, aber das benötigt etwas Vorbereitungszeit. Und ab jetzt kommt auch endlich mal das Open-World-Feeling des Spiels zum Tragen. Und jeder, der das Spiel das erste Mal spielt, wird sich jetzt erschrecken. Denn jetzt steht auf einmal dieser Hampel hier rum. Hallo. Greetings. I am Oswald of Kareem, the Pawn. Thou art a friend. For thee, a warm welcome. Cometh thou to confess, for to accuse. For indeed, all sin is my domain. Also ja, er ist eine ziemlich zwielichtige Person, von ihm können wir eine Geste erlernen. Na, sieh mal an, also diese Handbewegung, die er da selber macht. Ja. Es ist nur menschlich zu sündigen, also die Sünde ist sein Geschäft. Greetings, I am pleased